Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge haben wir hier einen kleinen Cut gemacht, weil ich die Befürchtung habe, dass das noch ein bisschen länger geht und ich gedacht habe, dass das eigentlich jetzt eine gute Stelle wäre, hier mal zu cutten. Und jetzt müssen wir einmal mit Zeit sprechen. General Remus und die Schilde schützen Senschal. Falls wir Drachenholm nicht angreifen können, konzentrieren wir uns auf die Unterstützung der Schilde. Ich wollte gerade sagen, Kaska hat jetzt seine Stimme oder was, aber die ist generell so am Zittern irgendwie mit dem Mund. Hat Königin Camira unser Transportproblem gelöst? Die Drachengarde wartet begierig darauf, den Kampf endlich zu Kral Grunti zu tragen. Camira studiert gerade die Kralle. Was macht General Remus hier? Trotz unserer früheren Differenzen war der General zur Stelle, als wir ihn brauchten. Ich ließ ihm eine Einladung zukommen und er beschloss, sie anzunehmen. Natürlich kam er in erster Linie, um herauszufinden, was wir ihm über die schwebende Insel erzählen können. Haben wir die Unterstützung der Schilde von Senschal? Hallo, ich habe gerade mit ihm gesprochen, also in der letzten Folge. General Remus wünscht uns Erfolg bei unserer Mission. Doch er wird Senschal nicht ohne Verteidigung zurücklassen. Es fällt der Drachengarde zu, Kral Gruntis Festung anzugreifen. Die Streitkräfte des Generals werden eine Reserve bilden, um die Stadt zu schützen und im Falle unseres Scheiterns selbst zu handeln. Dann sind wir auf uns alleine gestellt. Fünf Kralle. Ich glaube, ich weiß, was man mit Kunsaris Kralle macht. Fünf Kralle. Ich glaube, ich verstehe. Ich kann die Macht der Kralle nutzen, um ein Portal zum Jonelichtpfad zu öffnen. Ich denke, ich schaffe das, ja. Was ist der Jonelichtpfad und wie wird er uns helfen, Drachenholm zu erreichen? Das ist der Teil, den ich noch nicht vollkommen verstehe. Doch in Anekinas Erinnerungen sah ich einen Ort zwischen den Orten, voller Mondlicht und Sterne. Wir müssen auf dem Jonelichtpfad wandeln, genau wie Anekina, Kunsari und die Krajun es in der fernen Vergangenheit taten. In Ordnung. Ich versammle den Rest der Drachengarde, während ihr das Portal öffnet. Nein, Fünfkralle. Ohne Tarn, der mich anleitet, will ich es nicht riskieren, alles auf dieses eine Pferd zu setzen. Die Drachengarde wird in Reserve bleiben. Lass sie Senschal verteidigen. Dann wird es an ihr sein, Kral Grunthiit aufzuhalten, falls wir scheitern. Wer wird mit euch auf dem Jonelichtpfad wandeln? Ihr, Fünfkralle. Ihr und Saisahan. Wir sind eine Krajun, eine Gemeinschaft von Helden. Gemeinsam werden wir auf dem Jonelichtpfad wandeln und sehen, wohin das Schicksal uns führt. Vertraut mir, meine Freundin. Das ist es, was wir drei tun müssen. Nun gut, öffnet das Portal. Drachengarde verteidigt den Schal, bis ihr von uns hört. Fünfkralle, Saisahan, kommt mit mir. Tretet durch das Portal. Und auch hier wieder eine wahnsinnige Umgebung. Freunde, auf dem Jonelichtpfad, wo Helden wie wir die Schwellen erklimmen, die jedes hier mit jedem dort ihr erdinnen. Seid der Kunsari. Ja, das stimmt. Aber reden soll ich nicht bitte, mit dir? Bitte, Blut von Sars Geliebter. Für Freunde ist dieser einfach nur Sar. Nun, überquert den Jonelichtpfad und macht euch auf den Weg nach Drachenholm. Würde ich ja gerne, aber redet die ganze Zeit mit mir. Nicht runtersehen, nicht runtersehen. Ups, zu spät. Wenn ich jetzt da durchgefallen wäre, weil das ein Bug ist. Was für ein Wunder. Achtet auf die Lücken zwischen den Sternen, teuerste Freunde. Sar fände es grässlich, wenn ihr stürzen würdet. Dein Ernst? Das sagst du mir jetzt? Nachdem ich schon über zwei gelaufen bin? Na gut. Es ist ein langer Dieser und wunderschöner Ort scheinbar endlos weiter. So viele Inseln, aber keine Möglichkeit, sie zu erreichen. Das Ende ist nah, teuerste Freunde. Man kann von hier aus schon fast Kral Grunthiits Gestank wittern. Ist das jetzt ein positives oder negatives Zeichen? Ich
finde das unheimlich geil. Man konnte die auch einmal fürs Housing irgendwo bekommen. Ort, wo die Schwelle des Hiers die Schwelle des Dorts berührt. Ja, Sar bricht seine eigenen Regeln. Es liegt in seinem Wesen, ja? Hinter diesem Portal liegt das Ende einer Geschichte, die vor langer Zeit begann. Mögen die Monde euch führen, teuerste Freunde. Teuerste Freundin, wir sind gemeinsam auf dem Jonelichtpfad gewandelt. Und Sar wird im Geiste bei euch sein, wenn ihr euch Kalgrontid zum letzten Mal stellt. Wie Sar habt ihr das Herz eines Champions. Ihr werdet diesen stolz machen. Wir können überall hingehen, wenn wir über den Jonelichtpfad wandeln. Sar kann überall hin, ja? Ihr aber, nein, wohl eher nicht. Von uns beiden hat nur Kunsari Azuras Flüstern gehört und den verbotenen Baum erklommen. Doch dieser wird euch zeigen, wie ihr Drachenholm erreicht. Nun beeilt euch, bevor euch das Herz platzt. Mein Herz wird platzen? Oder eure Seele wird zerfetzt. Nur Azuras schnellste Champions können an diesem Zwischenort länger überleben. Warum? Wer kann das sagen? Azura bewahrt manche Geheimnisse sogar vor ihren Lieblingen. Also nun tretet auf das Mondlicht und beeilt euch. Tretet auf das Mondlicht, okay. Ach, immer wenn der Saar sagt, verstehe ich Ras, weil das ja seine Stimme ist. Portale. Man geht als Erster rein und kommt als Letzter raus. Sogar die Zeit ist widerborstig in der Nähe solcher Magie. Kommt, Königin Kamira und Nafala sind dort vorn. Erschreck mich doch nicht so. Was in Anekina begann, endet am Himmel über Pelitine. Ich spüre Macht. Einen unermesslichen Vorrat, der sich im Herzen der Insel aufstaut wie ein Sturm, der sich zusammenbraut. Kalgrontid ist kurz davor, sein schreckliches Ziel zu erreichen. Zum Glück war Nafalar weitsichtig genug, uns hier zu treffen. Also, wie können wir Kalgrontid aufhalten? Ich habe da eine Vermutung. Nafalar sagte uns, dass es Fokuspunkte gibt. Äonensteine, die an Schlüsselorten auf der Insel aufgestellt werden. Wenn wir den Energiefluss durch diese Fokuspunkte stören können, könnte das Kalgrontids Aufstiegsritual aufhalten. Wie können wir den Energiefluss stören? Wenn Abnortan bei uns wäre, hätte er eine magische Lösung. In seiner Abwesenheit sehe ich nur einen Weg. Wir müssen die Äonensteine zerstören, aus denen die Fokuspunkte bestehen. Ich bezweifle, dass Kalgrontid sie ungeschützt zurückgelassen hat. Seid bereit für einen Kampf, Fünfkralle. Ich werde die Äonensteine zerstören. Maskenträgerin, nehmt die Maske von Alkosch und erfüllt sie mit der Energie der Kreaturen des dunklen Äons. Sie wird euch und die anderen vor meinem Feuer beschützen. Okay. Achso, macht er automatisch. Da sehen wir wieder den Predator. Ich finde, der sieht ähnlich aus. Gut. Das heißt, wir haben wieder mehr Kraft, ja? Das ist cool. Kommt mit, Leute. Ich beschütze euch alle. Müssen wir... Ich kann eigentlich nicht laufen. Jedes Mal, wenn ihr eine dieser Kreaturen des dunklen Äons tötet, strahlt eure Maske vor Macht. Da! Dieser Äonensteinsplitter! Zerstört ihn! Kann ich die nicht treffen? So. Hab ich schon!
Prinzessin zu wollen. Wo ist er denn? Hallo? Ach, da hinten ist er. Ah, okay. Wir müssen hier rum, ne? Aha! Wir haben hier Kletterarmbrüste. Also, beziehungsweise die Punkte dafür. Es scheint, als hätten unsere Bemühungen Karl Grundtiet verärgert. Gut. Ja, finde ich auch. Aua, was war denn das bitte? Dass ich die Maske trage. Pff, ich wollte gerade. Ich glaube, wir sollen doch lieber den Weg nehmen. Oh, jetzt. Schmeckt unseren Stahl. Lauf doch nicht an mir vorbei. Ich meine, ich finde das sonst ja mal gut, aber... Da! Noch ein Fokuspunkt! Dann werden wir ihn nochmal zerstören. Jetzt. Hab ich schon. Ihr meint, ihr könnt meinen Aufstieg zum neuen Mond verhindern? Niemals. Nein, ich weiß es. Fokuspunkt 3. Wie kommen wir denn da hin? Ist hier ein Pfad oder muss ich darüber schwimmen? Aber ich sehe keinen Punkt. Leute. Ich muss irgendwo da hin. Oder muss ich... Moment. Oder muss ich hier wieder zurück und da unten? Nee. Da ist aber auch kein Punkt zum... Oh nein, so kurz vorm Ziel stehe ich auf dem Schlauch. Das ist nicht gut. Oder kann ich hier einfach runter... Ich kann hier einfach runterspringen. Super. Na gut, na gut. Folgt mir. Diese Ruinen. Könnten sie Teil jener Anlage sein, die ihr mit Tarn erkundet habt? Ja. Falls Tarn noch lebt, könnte er darin Unterschlupf gesucht haben. Wir werden ihn finden, Königin Camira. Ich habe Tarn Schlimmeres überleben sehen als eine schwebende Insel. Ach ja. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass wir alle Tarn doch richtig lieb gewonnen haben in letzter Zeit. Der Fokuspunkt sollte gleich vor uns liegen. Das ist wieder so eine Kletterarmbrust. Ach so, oder soll man die im Kampf benutzen? Das kann natürlich auch sein. Ja, würde ich gerne, aber ich kann ihn nicht anvisieren. Hallo? Jetzt. Der Strom der Macht ist versiegt. Ich vernichte jeden, der sich in meinen Aufstieg einmischt. Denkst du, wa? Heute ist nicht dein Tag, Junge. Heute hole ich mir... Das war der letzte Fokuspunkt. Jetzt kümmern wir uns um Karl Grundtiet. Wie ihr meint, Königin Camira. Was war das denn? Sind hier rollende Steine? Noch ein Hindernis? Es wird uns nicht aufhalten. Bei den Monden... Tarn! ...ist das Tarn. Wieder zu spät. Das passt ja. Ja, das kennen wir jetzt von dir.
Ich hatte da so ein Gefühl, dass ihr hinter der Erschütterung der anderen Fokuspunkte steckt. Ich dachte mir, ich helfe ein bisschen, indem ich diesen letzten hier ausschalte. Tan, ihr seht nicht gut aus. Stets die Stimme von Halt und Taktgefühl. Wenn man die Umstände bedenkt, könnte es mir schlimmer gehen. Leider glaube ich, dass wir ein Problem gelöst und ein anderes geschaffen haben. Was meint ihr? Um all diese Energie sicher aufzunehmen, braucht Karl Grontit Fokuspunkte. So nah, wie er seinem Aufstieg jetzt ist, wird Sicherheit gewiss nicht das Wichtigste für ihn sein. Wenn er seinen Aufstieg vorantreibt und auch nur den kleinsten Fehler macht. Tan, was geschieht, wenn Karl Grontit einen Fehler macht? Wenn Karl Grontit versucht, ohne die Fokuspunkte aufzusteigen, könnte er all diese aufgestaute Energie entfesseln. Die entstehende Explosion würde Elsweyr vernichten. Vielleicht sogar ganz Tamriel. Tan, geht es euch gut? Ihr macht euch mehr Sorgen als eine Ammenmaid der Nord. Zur Mitte der Insel. Es wird Zeit, das hier zu Ende zu bringen. Was ist euch zugestoßen, nachdem die Insel in den Himmel emporzusteigen begann? Ich bin gerannt und bin dabei herabfallenden Steinen ausgewichen und über Löcher im Boden gesprungen, die sich auftaten. Ich habe mir meinen Weg an die Oberfläche gebahnt, nur um feststellen zu müssen, dass wir uns mindestens eine Meile hoch am Himmel befanden. Was habt ihr dann getan? Ich tat, was jeder ansehnliche Kampfmagier getan hätte. Ich habe mich versteckt. Wie ihr sehen könnt, bin ich nicht in der Verfassung, selbst mit Karl Grontit aufzunehmen. Also habe ich die Lage beobachtet und abgewartet. Übrigens, wie seid ihr denn hierher zurückgekommen? Kunsaris Geist hat uns über den Junelichtpfad geführt. Natürlich tat er das. Falls wir das hier überleben, könnt ihr mir das alles später erklären. Lasst uns jetzt versuchen, diesen verdammten Drachen zu töten. Ja, wenn ich weiß, wie ich weiterlaufen muss. Da ist eine Höhle. Seid ihr dem gewachsen, alter Mann? Macht euch keine Sorgen um mich. Vergesst nicht, Karl Grontit sitzt auf einem riesigen Stück Äonenstein, das mit genug Macht pulsiert, um den Kontinent zu verwüsten. Konzentriert euch auf die anstehende Aufgabe. Ja. Da geht's lang. Diese Tür, Karl Grontit, ist dahinter. Ich werde Schutzkugeln auf die Kletterpunkte wirken, wenn Karl Grontit zum Schreier setzt. Sterbliche, lasst mich euer Blut schmecken. Ein letzter Trunk, den ich Aufstieg abschließe. Ja, ich weiß, seine Flügel. So ist das richtig. Viel besser. Mhm, dachte ich mir schon. Lästige Sterbliche. Wohin? In der Luft könnt ihr ihn nicht schlagen. Zwingt ihn heran oder wartet, bis er landet. Doch, ich kann ihn in der Luft schlagen. Zumindest zum Teil. Okay, da nicht mehr. Nö, die Kletterarmbrust will nicht. Weiß nicht warum. War doch mal tot.
viele denn noch, Leute? Vollen Block. Ist es mit Kralle und Schwanz? Nicht mein Freund. So schon eher. Ich kann aber Basti nicht so. Achso, da ist er. Ich wollte sagen, ich kann Basti nicht so sehen. Wieso tankt der denn eigentlich nicht? Er sollte dann ja eigentlich in seine Richtung gucken. Verdammt, sei Flügel dieses Drachen. Warte, bis er zurückgeht. Oder zwingt ihn zum Land. Ich würde ihn ja gerne zwingen, aber man darf das ja nicht beschleunigen hier. Kamira. Jetzt schick endlich deine Versagertruppe hier. Achso. Hallo? Wir sind hier. Wo läufst du hin? Was war das denn gerade? Grundsätzlich zu sterben, wenn. Also die anderen scheinen grundsätzlich zu sterben, wenn er runterkommt, das meine mir doch schon mal, wo ich hin muss. Oh, Leute. Hier. Eure Kletterarmbrust. Sie ist die einzige Möglichkeit, diesen Angriffen zu entgehen. Nein, ist sie nicht. Man kann auch einfach hinlaufen. Du haust mir jetzt hier ab, bevor ich dich ganz kaputt machen kann.
tot. Verdammenswerte! Ihr wagt es, mich anzugreifen! Ich bin das dunkle Heer! Grontit getötet. Die Insel. Sie wird auseinandergehüttelt. Was geschieht hier? Die Energie im Äonenstein. Wir müssen sie bändigen, bevor er explodiert. Selbst im Tode sucht mich dieser verdammte Drache heim. Wenn dieser Äonenstein zerspringt, ist Tamriel dem Untergang geweiht. Sagt mir, wie man das aufhält, Tarn. Nein, meine Freundin. Für diese Aufgabe braucht man einen Drachen. Und einen Kampfmagier. Geht mit Kamira und Saisahan. Findet einen Weg hier raus. Nafala und ich werden die Explosion bändigen. Wir stecken hier gemeinsam drin, Tarn. Und wir haben Erstaunliches erreicht. Doch das hier, das ist etwas, bei dem ihr mir nicht helfen könnt. Rettet die anderen. Ich muss diesen Kristall erreichen, ehe er explodiert. Ich kann euch nicht einfach hier sterben lassen, Tarn. Ich habe mich auf einen solchen Augenblick vorbereitet. Ich bestehe darauf, dass ihr mir dieses eine letzte Mal vertraut. Falls dies ein Abschied ist, meine Freundin, so war es mir eine Ehre. Tut, was getan werden muss und beendet es, Tarn. Ich werde tun, was ich kann. Bringt sie hier raus, Kamira. Ich weiß, ihr könnt das schaffen. Da! Tarn wird tun, was er immer getan hat. Er wird Tamriel retten. Wir müssen hier raus. Nafala, könnt ihr uns von der Insel fliegen? Ich muss dem Kampfmagier helfen. Sonst wird die Explosion alles vernichten. Die Monde sollen euch holen, Tarn. Ich schätze, ich muss es versuchen. Jode, gib mir Kraft! Da! Rasch, meine Freunde! Durch das Portal! Endlich wach, wie ich sehe. Kommt und stellt euch zu mir, Fünfkralle. Tarn war ein besserer Lehrer, als ich es ihm zugetraut hätte. Als ich es tun musste, war ich in der Lage, ein Portal zu öffnen. Die Insel, sie ist explodiert. Aber die Druckwelle hat sich nicht weiter ausgebreitet. Tarn hat es geschafft. Elsweyr ist sicher. Man wird sich an Abnotarn erinnern. Ich weiß, Fünfkralle. Ich weiß. Ich mochte ihn nicht, aber ich habe ihn letztendlich respektieren gelernt. Am Ende war er Teil meiner Familie. Wir werden sein Andenken und sein Opfer ehren. Ich kümmere mich persönlich darum. Was ist mit Saisahan und Nafala? Saisahan ist zurück ins Drachengarde-Refugium gegangen, um nach den anderen zu sehen. Was Nafala angeht, weiß ich es nicht. Er war auf Drachenholm und hat Tarn geholfen. Wir können nur hoffen. Die Drachengarde. Sie hat so viel getan. Und ihr stets mein Champion. Ich tat nur, was getan werden musste, Kamira. Meine Worte. Sie sind nicht genug, ja? Ihr habt so viel für mein Heimatland getan. Für mich. Geht zum Drachengarde-Refugium. Trefft euch mit den anderen. Ich wünsche hier noch eine Weile zu bleiben. Ich suche euch nach meiner Rückkehr auf. Kamira, seid ihr in Ordnung? All dies lässt einen an die Vergangenheit denken. Ich habe meine Familie verloren. Ich habe gute Freunde verloren. Ich hätte fast mein Heimatland verloren. Doch wir haben durchgehalten. Ehe ich euch traf, gab es noch etwas anderes, das ich verloren hatte, ohne es zu merken.
Etwas, das ihr mir zurückgegeben habt. Was war das? Hoffnung. Ganz gleich, was wir uns auch stellen mussten. Ganz gleich, wie groß die Gefahr auch war. Ihr habt nie aufgegeben. Ihr habt mich eine wertvolle Lektion gelehrt. Ihr und Tarn. Vielen Dank, meine Freundin. Ja, die Insel ist weg. Sie ist explodiert und wir müssen zurück zum Refugium. Dann würde ich sagen, ich werde da jetzt erst einmal hingehen und wir sehen uns direkt dort wieder. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.